Mit Keimkillern durch den Herbst. Wer viel desinfiziert, wird nicht krank. Das glauben die meisten Deutschen. Doch hilft viel auch wirklich viel? Hier kommt unser Test mit erstaunlichen Ergebnissen. Wir testen, wie gut diese Mittel wirken. Versuchskandidaten sind eine Desinfektionsflüssigkeit, ein Hygienegel und ein Desinfektionstuch. Ich würde gerne mal testen, wie es ausschaut, wenn wir jetzt dieses Display anfassen. Ja, ja. Und uns dann die Hände mit verschiedenen Mitteln desinfizieren. Okay. Ob das wirklich hilft? Mhm. Ja? Ja. Mach mit, so, komm, pass mal so richtig da rein. Genau. Ja. So richtig schön an der Hand haben. Jetzt kostet das Ticket 135 Euro. Genau. Das nehmen wir jetzt. Ja. Okay, jetzt dürften ja ziemlich genau die Keime, die jetzt da dran sind, an unserer Hand sein. Ja, das glaube ich auch, ja. Darum schnell desinfizieren. Der eine mit dem Tuch und die andere mit der Flüssigkeit. 30 Sekunden verreiben und dann eine Minute trocknen lassen, so die Gebrauchsanweisung. Jetzt sollten ja eigentlich, wie die Hersteller versprechen, alle Keime von unseren Händen verschwunden sein. Und da würde ich ganz gerne jetzt noch mal den Test machen. So. Mit speziellen Plättchen aus dem Labor halten wir die Bakterien und Keime fest. Damit kann Tim später nachweisen, wie wirksam Desinfektionstuch und Flüssigkeit waren. Ja, das riecht. Das riecht so nach Krankenhaus. Das riecht nach Krankenhaus, ja. Sehr, sehr medizinisch. Ja. Mhm. Das Tuch auch. Mhm. Das riecht auch so. Ja. Für den Wirksamkeitstest des Hygienegels muss sich Ulla überwinden. Und jetzt kommt der gemeine Part für dich. Okay. Richtig schön auf den Handlauf. Auf den Handlauf, da. So? Das, was ich nie tun würde. Erst Bakterien aufnehmen und dann loswerden. Diesmal mit dem Hygienegel aus der Drogerie. Also es ist ein bisschen zäh, flüssig und klebrig, auf der Haut. Nicht so ganz angenehm jetzt. Da hat man nicht so das erfrischende Gefühl, finde ich. Flüssigkeit, Tücher und das Gel testen Ulla und Tim jeweils 5-mal. Glaubt man den Herstellern, sollten auf den Abklatschplatten später keine Bakterien wachsen. Sind die anderen Fahrgäste auch so vorsichtig wie Ulla? Gibt es einen Grund, warum sie den Handlauf nicht anfassen? Ja, wegen der Bakterien. Ich habe auch Angst irgendwie, dass es saudreckig ist. Angst, genau. Wovor genau? Naja, weil da halt sich jeder festhält. Diese Grippewelle. In 4 öffentlichen Verkehrsmitteln in München machen wir den Test mit ganzen 60 Abklatschproben und fahren kreuz und quer durch die Stadt. Ganz beliebt sind natürlich zum Festhalten hier diese Haltegriffe direkt bei der Tür. Neben den Haltestangen nimmt Reporter Tim noch Proben von den Türöffnern und Sitzen. Sagt man immer so schön, man soll das Leben in vollen Zügen genießen. Dabei bloß nicht durcheinander kommen. Ganz wichtig beschriften, weil sonst wissen wir gar nicht mehr bei so vielen Proben, wo wir dann nachher gelandet sind. Aus allen öffentlichen Verkehrsmitteln kommen 60 Proben zusammen. Zudem testet Tim Fahrkartenautomaten und den Handlauf an Rolltreppen mit je 5 Proben. Mit den Desinfektionsmitteltests ergibt das 85 Proben. Der Reinigungstrupp der Münchner S-Bahn sagt Bakterien den Kampf an. Hier ist ja ein ständiger Wechsel. Das heißt, der Boden ist eigentlich am meisten belastet. Also es liegt immer mal was am Boden, irgendwelche Brösel oder dass die Leute auch Kaugummi mal fallen lassen. Also irgendwelche Essensreste. Klingt harmlos, doch der Putztrupp erlebt auch ganz andere Sachen. Alles voll gebrochen, die Aschenbecher voll, alles daneben. Es war so schlimm, es war Urin, erbrochen, alles Mögliche. 1,5 Tonnen Müll holen sie täglich aus den Zügen. Alle 30 Tage wird eine S-Bahn komplett gereinigt, und zwar bis in die kleinste Ritze. Damit wird den Keimen der Nährboden entzogen. Doch nun zu den Proben, die unser Reporter entnommen hat. Dazu haben wir einen Termin beim mikrobiologischen Labor Staber in München. Herr Dr. Kopp. Hallo, grüße Sie. Tim Rascher, hallo. Grüße Sie im Labor. Sie sind der Mann, der sich mit Keimen auskennt. Das ist richtig, ja, genau. Im Labor herrschen strenge Hygienevorschriften. Nur so kann Mikrobiologe Dr. Stefan Kopp wirklich die kleinsten Zellen und Lebewesen genau analysieren. In der Regel ist es so, dass die Bakterien sehr schnell sich verbreiten können, wenn die optimale Bedingungen haben, wie zum Beispiel Temperatur, Feuchtigkeit und auch Nährstoffe. Wir Menschen tragen sogar etwa 2 Kilo Bakterien in und mit uns herum. Krümelnde Menschen in stickigen, vollgestopften U-Bahnen,
für Bakterien ein gefundenes Fressen. Türöffner und Haltestangen fassen wir ja besonders häufig an. Sie können sich dort leicht festsetzen, vermehren und stundenlang überleben. Viren allerdings nicht. Sie werden über Tröpfcheninfektion, also den direkten Kontakt beispielsweise beim Einatmen, aufgenommen. Im Labor bereiten Dr. Stefan Kopf und Tim alles für die Auswertung des Hygienetests vor. Was wäre jetzt so das Schlimmste, was passieren könnte, was ich finden könnte? Also schlimm empfände ich, wenn wir Fäkalkeime finden, wie zum Beispiel Escherichia coli. Ab einer gewissen Menge, wenn wir die aufnehmen, kann man da richtig krank werden davon. Die Folge? Durchfall und Bauchschmerzen. Wir erinnern uns, Tim hat die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln getestet und unter anderem Proben von Türen, Sitzen und Haltestangen genommen. Nachdem die Bakterien gereift sind, werden sie durch Dr. Kopf untersucht. Ui, da hat sich aber ganz schön was getan hier auf dem Pröbchen. Findet Dr. Kopf mehr als 100 Bakterienkolonien, also Punkte auf einer Probe, kann das krank machen. Wir haben sehr unterschiedliche Ergebnisse gefunden. Vor allem hier auf den Sitzen findet man eine sehr hohe Keimbelastung. Von den 15 Proben auf den Sitzen sind 11 stark auffällig. Bei den Türöffnern sind es 2 und bei den Haltestangen ist es nur eine. Mikrokokken und Staphylokokken, also Hautkeime, sind stark erhöht. Bei den Ticketautomaten herrscht eine mittlere Keimbelastung. Bei unserem Test fällt eine Abklatschprobe besonders aus dem Rahmen. Wir haben tatsächlich auf einer Probe vom Bus an der Haltestange einen Fäkalkeim gefunden. Wie der dahin kommt, wollen wir lieber nicht wissen. Jedoch war die Anzahl der Fäkalkeime so gering, dass Menschen mit einem normalen Immunsystem davon nicht krank werden. Trotzdem wollen wir uns vor so etwas schützen, und zwar mit Handdesinfektionsmitteln. Die Hersteller versprechen eine 99-prozentige Wirksamkeit gegen Keime. Doch die versagen bei unserem Test. Also die Nummer schockiert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte jetzt erwartet, wenn ich irgendwie diese Mittel hier nutze, dass auf diesen Proben überhaupt keine Keime mehr wachsen. Die Proben sprechen allerdings eine eigene Sprache. Aber man sieht, wenn man es in der Praxis verwendet, ist das Ergebnis natürlich deutlich schlechter. Bei unserem Test hat die Desinfektionsflüssigkeit noch am besten abgeschnitten. Das Hygienegel fiel komplett durch. Es hat allerdings gar nichts mit einem Desinfektionsmittel zu tun. Es ist ähnlich wie Seife. Es reinigt, aber tötet Bakterien nicht ab. In der Regel würde ich jetzt nicht empfehlen, solche Mittel zu verwenden. Wenn man Reinigungsmittel oder auch ein Desinfektionsmittel zu oft verwendet, schädigt man die Haut. Wir fassen zusammen. Wir können zwar getrost zupacken, allerdings sollte man unbedingt zumindest vor und nach dem Bahnfahren gründlich die Hände waschen. Dann ist man auch vor Fäkalkeimen sicher.